Hallo und willkommen zurück zu FreeCall. So, wir haben vor, die zweite, nein, die dritte Stadt zu errichten. Dafür haben wir hier oben den freien Kolonisten. Wir können uns noch nicht so ganz entscheiden. Wir möchten ja eigentlich gerne hier eine Silberstadt gründen, aber das wird schon beansprucht von den Irokesen. Also zumindest hier die beiden Berge und hier oben die beiden werden beansprucht von den Azteken. Das ist natürlich nicht ganz ideal. Naja, dann wollen wir mal sehen, wie wir die beiden Städte, die wir schon haben, wie wir die besser ausnutzen können. Dazu haben wir jetzt auch erstmal eine Handelsroute errichtet. Die wird allerdings noch nicht ganz ideal bedient. Die Handelsroute wird nochmal, na, die ändern wir mal. Wir haben hier in Eindhoven-Twee Silber und Zigarren, die da eingeladen werden. Die sollten, also es sollte eigentlich so sein. Und in Neu-Amsterdam sollte das Ganze dann entladen werden. Naja, funktioniert allerdings noch nicht ganz so wie geplant. Okay. So, momentan steht aber der Wagenzug erstmal hier, weil wir unser Lager voll haben. Unser Lager mit Zigarren. Und unser Schiff ist noch auf dem Weg nach Neu-Amsterdam. Und dann wollen wir die Zigarren nach Europa verkaufen. Und dann schauen wir da auch gleich mal, wer da alles so herumsteht in Europa. Ob wir da vielleicht einen professionellen Politiker mitnehmen können. Oh ja, der Preis für Silber ist gefallen. So, der soll dann nochmal stehen bleiben in Neu-Amsterdam. Der kann hier nochmal runter, ein bisschen die Gegend erkunden. Ein Feld sollte reichen, genau. Und dann geht es hier wieder hoch. So, der erkundet mal die Gegend hier. Vielleicht finden wir noch einen besseren Bauplatz für unsere zweite Siedlung. Runde beenden. So, der Silberpreis ist wieder gestiegen. Das ist schon mal sehr gut, da wir ja Silber haben, das wir verkaufen wollen. Eine Nachricht der Krone. Um euch in euren kolonialen Kriegen zu unterstützen, haben wir uns entschlossen, euch einige Söldner, drei Artilleriegeschütze zum Preis von 1500 Gold zu überlassen. Nee, das können wir uns nicht leisten. Wir haben 1507 Gold und vor allem wollen wir uns das nicht leisten. Wir haben ja, naja, eigentlich sind wir umzingelt von Freunden, bis auf die Arawak, aber mit denen werden wir selbst fertig und wir können ja unsere eigenen Artilleriegeschütze bauen und vor allem haben wir ein eigenes Artilleriegeschütz. Das hat auch schon einige Arawak erfolgreich bekämpft. So, hier wird ja Nahrung weiterhin im Minus produziert, also wir verlieren hier Nahrung. Ich glaube, jetzt wäre es mal an der Zeit, den Schuldknecht aus der Stadt zu treiben und ihn mit Werkzeug zu. Ach, das funktioniert ja. Ich mache das immer falsch. Und ihn mit Werkzeug auszustatten. Hier mit Werkzeug ausstatten. Genau, ein Pionier. Und dann schauen wir mal, was er draußen so produzieren kann. Oder was er draußen so für Geländeveränderungen vornehmen kann. So, die Tupi, die schenken uns wieder Felle. Das ist sehr nett. Oh, das sieht hier oben nach Sumpf aus. Das ist ja schön. So, da ist der. Moment, das sind hier die. Was waren das hier für. Ach, Tupi. So, die stehen natürlich jetzt gerade da, wo der Pionier hin soll. Dann schauen wir mal, was kann er denn. Was kann er denn? Er kann Befehle befolgen. Pflügen. Kolonie gründen. Zusammenlegen. Verschanzen.
Waldroden kann er hier nicht, da ja auch kein Wald da ist. Wir schauen mal eben, was haben wir hier? Da wird Tabak angebaut. Ja, am liebsten würde ich ihn natürlich hier hinschicken, aber da stehen jetzt gerade die Indianer. Und, ich glaube, der muss dann mal da stehen bleiben. Moment, was ist hier oben? Vielleicht kann er das Feld hier oben pflügen und es irgendwie fruchtbarer machen. Der Wagenzug kann dann nochmal stehen bleiben. So, der hat sich hierhin bewegt. Da, das dürften Gewürze oder eine andere Sonderressource, was war das gleich? Naja, es ist jetzt auch egal. Da oben gibt es die ebenfalls. Achso, wir können die ja natürlich einfach mal anklicken. Hier gibt es Mineralien oder Minerale. Ja, Mineralien. Okay, ich sehe gerade, das ist auch schon ganz schön weit weg hier von unserer Gegend. So, dann beenden wir die Runde wieder. Oder haben wir noch jemanden zu bewegen? Ja, ich glaube den hier. Nein, wir haben eigentlich alles bewegt. Nein, er hat noch Bewegung. 2 von 4. Na, dann bewegen wir den noch. Können mal hier vorne rüber. Ja, machen wir das so. Jetzt die Runde beenden. So, ach, der sieht an. Da ist eine verlorene Stadt. Ja, wir besichtigen diese. Das Gerücht über eine verlorene Stadt erweist sich als eben das. Nichts als ein Gerücht. Also finden wir nichts. So, der Wagenzug bleibt nochmal da vor Ort. Na, der hat noch Bewegung über. Hier unten, das sind Indianer, Inka, unbekannte Inka. Okay, ein kleiner Check der Städte, Eindhoven-Twee. Hier ist alles in Ordnung. Ja, wir bauen die Einpfählung. Genau, das gibt uns dann einen Bonus auf die Verteidigung gegen unsere Feinde, von denen wir momentan nur einen haben. Und hier hat sich ja zum Glück durch das Verlassen der Siedlung durch den Pionier, also der Pionier hat ja hier die Siedlung verlassen, dadurch hat sich hier unser Nahrungsproblem auch verbessert. Wir produzieren sie dann Nahrung über. Das ist sehr gut. Und in der nächsten Runde können wir das Schiff beladen. Um euch in euren kolonialen Kriegen zu unterstützen, haben wir uns entschlossen, euch einige Söldner, ein altgedienter Soldat, zum Preis von 1507 Gold zu überlassen. Nein, das können wir uns immer noch nicht leisten. Wir haben ja 1507 und wir wollen ihn nicht. Oh, wir haben die Sioux entdeckt. So, jetzt wollen wir aber nicht den Wagenzug, sondern das Schiff. Und auf dieses laden wir 154. Das so? Geht das? Ja, das geht. 254 und 50 Gold. Ah, das passt alles drauf. Die Zigarren nochmal hier in die Stadt und von da in das Schiff. Also das ist jetzt wirklich vollgepackt. Dann können wir das auch gleich wieder wegschicken. In der nächsten Runde natürlich wieder. So, der Wagenzug, der kann jetzt mal. Ja, da kann jetzt mal seinen. Na, nehmen wir den mal und der soll jetzt hier seine Handelsroute aufnehmen. Ich verstehe das nicht. Wieso will er denn nicht? Bleibt er noch da? Okay. So, der hat noch Bewegungspunkte. Blinkt er denn nicht? Einmal. Okay. Runde beenden. Die Indianer brauchen wieder mal sehr lange,
Prärie südlich von Mankato. Awag Mutiga wurde von niederländisch-freier Kolonist besiegt. Sieh an, dann war hier wohl ein Arawak in der Nähe und hat ihn hier angegriffen. So, wir finden einen unbekannten Gebirgszug. Wilhelmina Gebärte. Jo. So, der Wagenzug. So, möchte der jetzt mal hier sein. Der will immer noch nicht seinen Dingens hier, wie heißt das gleich? Seine Handelsroute hier. Befehl, Handelsroute zuweisen. Die neue Handelsroute. So, und das Schiff, das segelt jetzt nach Europa. So, mit dem erkunden wir hier nochmal ein bisschen. Ja, die kürzeste Route ist also oben rum. Achso, hier ist ein Fluss. Na klar, dann ist das natürlich der kürzeste Weg. Demerara heißt dieser Fluss. Schöner Name. Und wir haben noch einen Bewegungspunkt übrig. So, warum ist dieser Pionier jetzt auf dem Weg hierhin? Der sollte doch hier. Wo war der hin? Der wollte doch hier oben hin. Da muss wohl wieder was schiefgegangen sein. Und er dringt immer weiter vor, der Pionier, in unentdecktes Land nach Europa segeln. So, der hier ebenfalls und hoffentlich wird er hier nicht in dieser verlorenen Stadt verschluckt. Die Hügel sind kalt und leer. Naja, auch eine Erkenntnis. So, der Wagenzug ist hier. Zwei Laderäume sind frei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die vollgepackt werden. Die Siedler von Eindhoven 2 haben unzählige Gräueltaten gegen die Tupi begangen. Wir fordern 24 Zigarren als Entschädigung. Naja, gut. Sollen sie haben. Die Tupi sind ja. Ja, die sind ja immer sehr spendabel, was Felle und Tabak und so angeht. Dann können wir denen ab und zu mal ein paar Zigarren schenken. Währenddessen werden die anderen Staaten hier oder die anderen Nationen ständig überfallen von anderen Indianervölkern. So, die Region wird in Kinderhook umbenannt. Der freie, na, der Speer, der hat noch freie Bewegungspunkte. Dann laufen wir hier mal an der Küste entlang. In die Region Haarlem. So, ist der Wagen vollgepackt? Vielleicht. Ich weiß das nicht, wie das hier funktioniert. So, da ist der. Achso, der hat jetzt noch keine Bewegungspunkte mehr. Da kann sich nicht bewegen. Runde beenden. So, der geht hier weiter durch das Gebirge. Oh, da war ja noch ein unentdeckter Ort. So, er soll jetzt hier mal pflügen. Aber vorher schauen wir noch mal rein. Das ist das Feld, auf dem hier drei. Na, wie werden denn da hergestellt? Sechs Getreide. Okay, so, dann pflügen wir hier. Pflügen wir das Feld. Und wollen mal sehen, wie viel wir dann da ernten können. So, hier. Okay, das haben wir jetzt auch vollkommen hier erforscht. Wir können uns dann bald auf den Rückweg machen. Offenbar haben wir hier die Runde beendet. Hier wird immer noch nichts eingeladen. Laden es trotzdem schon mal auf. Runde beenden. Unser Schiff ist in Amsterdam angekommen. Na, sehr schön. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel wir bekommen für all unsere Waren.
Wir haben jetzt haben wir 1507 und wenn wir alles entladen. Naja, gut, so viel ist es nicht. 1400 haben wir bekommen. 1489. Nun ja. Nun ja, nicht besonders viel. Wen können wir hier anwerben? Kleinkriminelle, Schuldknechte wollen wir nicht. Wir wollen einen erfahrenen oder einen verdienten Staatsmann. Oh, mit dem altgedienten Soldaten, den wir vorhin für 1500 angeboten bekommen haben, hätten wir sogar ein Schnäppchen gemacht, aber den brauchten wir nicht. Wir brauchen den verdienten Staatsmann in unserer Hauptstadt. Und ich glaube, den nehmen wir gleich mal mit. Und hier Meisterpelzhändler. Na, den brauchen wir noch nicht. Nee, den brauchen wir noch nicht. Den Meisterschmied vielleicht. Den Meisterschmied, den könnten wir vielleicht in der. Ach, na klar. Eure Expedition ist spurlos verschwunden, natürlich. So, in der Hauptstadt, da wollen wir mal nochmal reinschauen. Ist das schon ein Schmied? Okay, das ist schon ein Meisterschmied. Und das ist ein Holz, ein Meisterzimmermann. Okay, naja, wir könnten jetzt den Schmied also nicht gebrauchen. So, gehen wir nochmal nach Europa. Wir könnten hier den Meisterpelzhändler, den brauchen wir nicht. Wir könnten gebrauchen den Meister-Tabakhändler, aber den können wir uns nicht mehr leisten. Okay, gut, dann nehmen wir den mit. Den Staatsmann und fahren wieder nach Neu-Amsterdam. So, der berittene Späher, der möchte wieder hier zurück galoppieren. Na, erstmal war das eine ganz schöne Weile unterwegs. Hier so hin. Nein, keinen Krieg erklären. Wo will er? Ach ja. Ja, da soll er natürlich drumherum. So, jetzt hier lang. Und dann, ja, wie auch immer. Gut. Runde beenden. Hier oben wird noch gepflügt. In Neu-Amsterdam wurde das Gebäude-Gymnasium fertiggestellt und in Neu-Amsterdam wird nichts gebaut. Ja, was können wir denn bauen? Und wollen wir denn überhaupt was bauen? Wir wollen vielleicht einen Wagenzug bauen, um den Handel mit den Indianern mal aufzubauen. Das wäre doch mal was. So, der Späher ist unterwegs. In Richtung Heimat. Immer noch nicht. Nein, wir wollen hier nicht angreifen. Warum legt er denn die Route so, dass er. Ach so, er kann nicht anders. Gut, Runde beenden. Weil die Indianer stehen noch immer im Weg. Also die Indianerkrieger hier, das sind ja alles Krieger. So. Wird hier der Wagen langsam mal von selbst aufgeladen? Nein, wird er nicht. Zwei Laderäume frei. Ach, Moment. Werden die Waren automatisch hin und her transportiert? Wenn man sie auflädt? Offenbar. Na, das ist sehr interessant. So, da ist das Schiff angekommen. Hier haben wir den erfahrenen Staatsmann und wir haben momentan minus 7 Glocken mit ihm. Minus 1, bitte was? Verdienter Staatsmann.
Ich bin schockiert. Der erfahrene Staatsmann erhöht das Verlangen der Kolonie nach Unabhängigkeit, symbolisiert durch Unabhängigkeitsglocken, was dazu führt, dass die Mitgliederzahl der Söhne der Unabhängigkeit in den Kolonien steigt. So, und er produziert mal zwei Glocken. Okay, na gut, wenn da natürlich nur eine steht, eine produziert und dann mal zwei, dann sind es natürlich nur zwei. So, aber warum minus 6, wenn wir doch vorher minus 7 hatten? Dann müsste das doch eigentlich minus 5 sein. Wenn wir den jetzt hier hinschicken. Minus 8, weil er eine Person zusätzlich ist. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Das heißt aber, dann müsste da eine weitere Person hingeschickt werden und dann. Und dann produzieren wir mehr Glocken. Da nehmen wir mal zum Versuch den erfahrenen Holzfäller dazu. Moment, hat der, sammelt der vielleicht auch noch Erfahrung und wird dann, nein, natürlich nicht. Dann werden, wird auch nur eine Glocke mehr produziert. Ach, das ist ja hier. So, hier als Holzfäller arbeiten. Naja. Wieder ein teurer Versuch gewesen. Not your turn. Okay. Prärie nordöstlich von Neu-Amsterdam. Unser Pionier hat alle seine Werkzeuge verbraucht und ist wieder zum Schuldknecht geworden. Ja, gut. So. Da wollen wir mal sehen, wie viel Nahrung wird jetzt hier oben angebaut? Immer noch 6, immer noch 6. So, und dann schauen wir nochmal in die Kolopädie rein. Was denn Terraintypen oder. Ja, es müsste bei Terraintypen sein. Prärie, 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 Moment. Oder steht das woanders? Grasland. Bonusressourcen, ah, das ist es ja auch nicht. Bei Waren steht das nicht. Fähigkeiten, Moment, da haben wir ja den Pionier. Kann Felder pflügen oder Straßen bauen. Felder roden. Ja, gut. Dann hat das offenbar keine Funktionalität. Also das hat jetzt hier oben nichts gebracht. Schade eigentlich. Oder doch? War hier nicht vorher? So, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Nee, merkwürdig. Okay, also auf dem gepflügten Feld wird genauso viel produziert wie auf dem davor. Gut. Wissen wir das schon mal. Aber das heißt, dass wir jetzt den Wald hier eigentlich mal roden könnten. Dann können wir den Schuldknecht ja doch noch mit einer Aufgabe betrauen und hier den Wald roden lassen und hier auch ein Feld anlegen lassen, denn wir brauchen hier unbedingt mehr Nahrungsmittel in diesem Ort. So, hier können wir auch schon mal Silber und den Tabak aufladen. Ansonsten das Schiff erstmal da stehen lassen. Die Runde wieder beenden. Preis für Handel, für Waren Silber ist wieder gesunken. Naja. Das soll ja jetzt erstmal egal sein. So, hier nach Neu-Amsterdam. Da wieder aufladen mit. Nein, kein Krieg. Aufladen mit mehr Werkzeugen oder mit neuen Werkzeugen. Und dann gen Wald ziehen. So, 12 haben wir da. Dann könnte der hier nochmal helfen. Kann er? Kann er nicht? Kann er?
Ich sehe es gerade nicht. Er produziert hier nichts, er braucht nur Nahrung. Sehe ich das richtig? Wieso kann er denn... Kann hier null Werkzeuge produzieren? Okay. Nun gut. Dann soll der... Dann soll er mal ruhig wieder außerhalb der Kolonie stehen. In zwei Runden ist hier der Wagen fertig. Ach, dann können wir ja hier auch mal die ersten Zigarren aufladen. Ach, jetzt haben wir hier schon wieder. Ah, sieh an, jetzt ist der Transport, der Warentransport zwischen den beiden Städten doch ins Rollen gekommen. Jetzt wird hier jede Runde oder alle zwei Runden hier immer Silber und Tabak rüber transportiert oder Silber und Zigarren. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal an dieser Stelle wieder eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!